Hallo und herzlich willkommen hier zum nächsten Part mit The Walking Dead. Und dann wollen wir mal weiter hier. Nun nach Bugsdale. Dämmerung. Bugsdale, Heimat von Jake's Bar und dem berüchtigten Savage Sons Motorradclub, war schon vor dem Ausbruch ein marodes Stück urbanen Verfalls. Alles klar, da wollen wir hin. Über den Highway, Stadt. Weiter vorn ist ein Überlebender zu hören, der von Beisern angegriffen wird. Wir halten mal an und helfen, weil wir haben zurzeit keinen, der uns dann vielleicht mal noch was einsammeln könnte. Unsere Auswahl der Waffen, warum ist der Baseballschläger dabei? Und der Hammer. Okay, keine Ahnung. Auf jeden Fall der Baseballschläger mal weg. Der Vorschlaghammer finde ich gut. Ein Treibstoff wieder zum Auto. Pistolenmunition, was haben wir da noch? Schönes Gewehrmunition. Ja, wir brauchen eigentlich momentan sonst wenig. Die Schrotmunition hier können wir vielleicht noch bei uns mitnehmen. Okay. Und dann geht's weiter. Mission starten. Töten Sie die Beiser in der Umgebung. Oh, ich kann mal wirklich alle Beiser töten. Das ist doch was Neues. Fangen wir doch erstmal ein bisschen an mit Stealth. Brauchen ja nicht für alle unsere Munition zu verschwenden. Reicht ja, wenn nur ein paar davon mit unserer Munition gefüttert werden. Thanks for the help, man. Einmal, zweimal. Na komm. Wow, da hat er uns erwischt. Und da hätten wir vielleicht mal ein bisschen Abstand wahren sollen. Und auch der letzte, komm. Bam. So. Also komplett Munition gespart. Auch ganz gut. Mit dem Überlebenden reden wir dann gleich. Wir schauen uns mal um, ob wir hier noch was finden. Zum Beispiel Bolzen. Ich habe aber noch keine Armbrust gefunden. Finde ich schade. Deswegen lasse ich die Bolzen auch dort, wo sie sind. Was bringen wir jetzt, Bolzen aufzuheben, wenn ich danach eh nichts habe, wofür ich sie benutzen kann. Aber Treibstoff finden wir die Menge. Die nehmen wir auch mit. Und ansonsten ist da, glaube ich, relativ wenig. Ja, das sieht dann. I didn't think I was getting out of that one. Thanks again. Those things just came out of nowhere. Name's Ahmad. My group was hit by a walker attack while I was out collecting supplies. I'm all that's left. Let me come with you. Believe me, I will pull my weight. Ja, ja, das mitkommen. Haben wir sonst nichts vor. Ha, da ist nochmal ein bisschen Treibstoff. Okay, fahren wir weiter. So, was kann der denn? Er ist verstohlen und schwach. Er ist Bauingenieur. Ingenieur, dem ist doch nichts zu schwör. Den wir mit. Oh, wir haben sogar zwei Granaten. Okay, weiter zur Karte. Ja, fortfahren. Weiter auf dem Highway. Und los geht's. Yes, sir. I've been looking forward to this every day for the last month. Yeah? So what's the surprise, Merle? What? Right. Wouldn't be a surprise now if I told you, right? It's gonna be nothing if I can pull over. All right, all right. Just trying to do something nice is all. All right, I'm pulling over. I kept something of yours. It's back at the bar with my hog. What for? Same reason I kept this wristband that Mama gave me, I suppose. Okay, vielleicht kriege ich jetzt endlich meine Armbrust. So, du Verstohlenheitstypi, was hast denn du? Schwach. Das heißt, Nahkampf ist für den nicht das Idealste. Und dann nehmen wir mal die Pumpgun mit. Munition. Essen. Na egal, was er macht. Er wird es wahrscheinlich nicht überleben. Dann lassen wir ihn einfach mal beim Wagen. Dann kann er mit einer Gruppe losgehen, sobald wir einen haben. Objekte. Wir haben zu viel Treibstoff, der geht rüber. Dann die halbautomatische. Ich habe Schrotgewehr dabei, von daher. Ja. Ich lasse mal die Pistole im Wagen. Und den Rest nehme ich mit. Gut. Und dann auf zur Mission.
Stay here. What? Das ist eine nette Mission. Bleiben Sie hier von Merl, aber wir machen es eh nicht. Alles klar. Weg mit dir. Du auch noch? Du nicht. Gut. Ab. Der nächste. Der nächste. Und dann kommt der erste schon angerannt. Wo ist denn Merls Bar? Links runter, okay. Schauen wir uns kurz mal rechts um, ob wir hier noch irgendwas finden. Das sieht aber schlicht aus. Ja, sieht sehr schlicht aus. Gut, da haben wir nichts. Da drüben ist auch nichts. Erstmal uns ein bisschen den Rücken frei gemacht. Was war denn da? Ein kleines Diner. Weg mit dir. Was haben wir denn da? Keine Munition, kein Nix, kein gar nix, wie es aussieht. Da hinten dran liegt aber was. Na, auch nix. Ich dachte, da wäre was Sportgetränkmäßiges. Was ist denn das? Ich dachte schon, da wäre was Geheimes. Schade, leider nix. So, wo ist Merz Club? Der da. Der ist da du. Einmal. Zweimal. Ich verteile hier gerade schöne Kopfnüsse. Mit dem Vorschlaghammer. Die Waffe gefällt mir sehr. Ein Schlag und der Zombie ist weg. Sehr nützlich. Ab. Das ist wirklich sehr nützlich. Ups, nicht getroffen. Was haben wir denn dort in dem Haus? Vielleicht auch noch irgendwas für uns. Auf jeden Fall ein Zombie. Und noch ein Vorschlaghammer. Den können wir eigentlich noch einpacken. Falls wir unterwegs nichts Wichtigeres finden. Und dann liegt hier noch Munition. Sehr schön. Ich glaube, am Ende des Spiels habe ich Munition mass die Menge, weil ich am Schluss gar nichts verballere. So wie ich zurzeit spiele. Aber ich würde es auch niemandem empfehlen, zwischen so vielen rumzuschießen. Am Schluss hast du nämlich wieder alle an der Backe, dann hast du einen Salat. So. Aber auch schon lange nicht mehr gemacht. Und da ist der Motorradclub. Schauen wir uns mal noch kurz da drüben um. Wird da noch irgendwas finden? Nee, da ist nix. Okay, dann auf zum Saloon. Da stehen ja wirklich noch einige Bikes. Merl! What the hell? Don't kill me, brother. I ain't your brother. It wasn't my idea to sell you out, I swear it. Oh, I believe you, Ash. You're too damn chicken shit to cross me. Now why don't you tell me where the rest of the club's at? Out, man. Looking for stuff. Oh, damn it, Merl. This whole trip was just for your stash? Quit your belly aching, you're giving me a headache, son. Jess was right about you, you selfish son of a bitch. Ah, don't be that way. Look, I kept that crossbow of yours. Man, you just don't get it, do you? Uh-oh. Hey, Merle's here! Come on, grab all the shit! We gotta get to Merle before he can ride! Die haben nicht einfach mal niedergeschlagen, die Arschlöcher. Where's my blade?
They took everything? Scheiße, gar nichts mehr übrig. So, eine neue Waffe, schnell. Ja, gib mir die Armbrust, Junge. Kriege ich aber nicht. Kann sie nicht aufheben. Scheibenkleister. Anscheinend muss ich erst hier panikend rumrennen. Bevor mir das Ganze erlaubt wird, oder wie? Ah, ich darf mir erst einen Bolzen holen. Noch einen Bolzen holen. Und das Jagdmesser. Na endlich. Die Armbrust erzeugt beim Schießen keine Geräusche, sodass sie einen Beißer aus der Entfernung ausschalten können, ohne andere in der Nähe auf sich aufmerksam zu machen. Bolzen können zudem zurückgeholt werden. Sehr hilfreich. Stecken wir uns mal da hinten dran. So, komm her. Verdammt. So viel Schaden macht er aber nicht. Naja, geht. Ich kann ihn direkt vor meinen Augen nochmal aus dem Zombie rausziehen. Geil. Dankeschön. Das ist lustig. Okay. Dann mit dem... Mit der Armbrust. Find Merle. Have a little talk. Get my gear back and then some. Ja, vor allen Dingen, dass ich würde nämlich so gerne meine Sachen wieder haben. Vor allen Dingen den Vorschlaghammer. Hätte ich gerne wieder. So. Pfeil her. Aber mit der Armbrust geht's ganz gut, finde ich. Softgetränk. Seit nur 8 geben wir jetzt. Aufstehen wir nicht. Alter, lass meinen Bruder leben. Headshot. Und noch ein Headshot. Das macht Spaß mit dem Ding. Kann man endlich wieder schießen. Ah, ich höre was Ungutes. Zack. Zack. Gotcha. Totally sneaking. Gefällt mir. Weg mit dir. So. Für meine Sachen wieder haben, verdammt. Was sind denn die Penner alle hinten? Da ist der nächste, den Merle ausgeschaltet hat. Dann geht's wohl hier rein. Bei dem Ding, wo ich wundert, warum hier überhaupt noch Zombies leben, wenn die hier rumrennen und alles abschießen. Na gut, ich stelle mir aber keine weiteren Fragen. Ist bei einer Zombie-Apokalypse sowieso etwas unnötig. Weg mit dir. Okay. Das hört sich nicht gut an. Holen Sie sich die Ausrüstung von Gangmitgliedern zurück. Ach, da liegt meine Ausrüstung. Alles auf dem Boden verstreut. Na, danke. At least one of these. Dankeschön, ihr Penner. I'll fill it.
Oh, verdammt. Oh, verdammt. Das sind ein bisschen viele gerade. Ich hab doch noch Granaten dabei. Halleluja. Das hat mich mal ein bisschen Munition gekostet. Aber das ist okay. Ich habe ja mehr als genügend. So, weg mit denen. Aber schon krass, was wir da alles gerade auf die loslassen mussten. Also wirklich schon eine kleine Horde auf dich zurennt. Das ist wirklich nicht zu spaßen. Sind die Börse, die die Fremdlinge angreifen. Na komm, das Grätschen haben wir doch jetzt neu. Dann müssen wir es doch auch mal putzen. Ach, sie haben gemerkt, dass sie nacheinander sterben. Mist. Mist. Dann halt so. Sprechen Sie mit den Fremden. Nicht aus Merts Gang, bla bla bla. Ja, hier geht's. Geht doch. Saved your ass at the diner. Do I look like your bitch? Not in that outfit. What? Oh, hell no. Wait, oh, come on. I was only teasing. Hey, where's that bag you promised me at the diner? We haven't even gone on a date. What? Give a girl a ride and we'll talk. Let's go. Before I change my mind. Okay, das war die, die wir schon mal gesehen hatten. Dann ist die Mission beendet. Inventar ist relativ voll. Überlebende... Naja, egal. Weiter zur Karte. Obwohl, nein, wir machen hier kurz Stopp und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, Leute.